Hier sind wir in Yverdon am Neuenburgersee. Vor 6000 Jahren haben sie in Steinzeit, Jungsteinzeit, die Steine aufgestellt, als menschliche Gestalt dargestellt. Und da sie am Naturschutzgebiet angrenzen, sie müssen natürlich heute anschauen. Hier sehen wir einen Himbeer-Prachtkäfer. Er gilt in Südeuropa eigentlich als Schädling. Das heisst, die Larven, die können die Pflanzen schädigen. Man sieht auch schön, wie er Blätter frisst. Wenn er das abkneifen, das haben wir bei einem Rüsselkäfer können schön filmen, das können wir später noch einmal genau zeigen. So, und da sind wir in unserem Naturschutzgebiet, wo wir ein bisschen zuerst haben wir eigentlich wollen Insekten filmen, aber nachher haben wir die Taubentaucher gesehen, nachher haben wir aus lauter Langeweile angefangen, die filmen. Wie sehen wir, die einen sind schon am Brüten und die anderen suchen sich noch einen Partner. Sie werden etwa 40 bis 50 cm hoch und sind so um die 1 Kilo ein bisschen mehr. Übrigens, was wir festgestellt haben, die Blässhühner hüpfen und sagen, jetzt ist okay. Und sie hier haben einen Dialekt, er tut hüpfen und sagt, okay, es geht los. Und da spielt der böse Vogel. Er sieht das Schnabel so gegen das Wasser aber die Zwiebeln angelegt ist. Das ist so eine Angriffsposition. Aber der hat keine Ahnung, was er eigentlich angreifen will. Seltene Aufnahme, ein unter Wasser. Da haben wir ganz kurz gesehen, die Beise ganz hinten am Rumpfahl gemacht. Und das tut helfen, dass die jungen Wasser sehr agil sind, sehr wendig und sehr schnell. Das ist ein Teil vom Balzritual. Man muss sich gegenüber stehen und mit dem Kopf schütteln. Das weiße Ungeheuer hinten durch ist ignorant. Das gehört auch zum Balzritual hier. Zusammen schlafen. Zusammen brüten. Und das ist der zweite Ignorant. Das war ein Kolbente. Hier sieht man sehr schön, wie sie das Balzritual mit dem Kopf schütteln. Und nachher sollte sie eigentlich beide in die gleiche Richtung schauen. Vermutlich ist das so, dass wenn sie beide in die gleiche Richtung schauen, sind sie vermutlich genetisch nicht verwandt, also nicht Bruder und Schwester. Und das würde die Wahrscheinlichkeit auf 50% senken, dass sie Inzucht haben. Funktioniert nicht ganz. Nicht hundertprozentig. Sie würden sich zwar Mühe geben, aber ja, das ist nichts.
Das ist auch ein Ritual. Sie hinten ist ein bisschen grösser und hat ein bisschen helleren Bauch. Und vor ist das Männchen. Hier sieht man schön die Beine hinten noch. Man kann nicht sagen, angemacht sein. Also. Sie machen das ab und zu, dass sie die Beine so auflöpfen. Ja, ja. Ja, und das Putzen gehört auch dazu. Und die hier ist goldig. Es hat wahnsinnig stark geluftet. Und dann hat sie so von anderen, also so böenmässig ist der Wind gekommen, wo hat sie immer wieder auseinanderdriften. Und die hier war so schlau und ist einfach zwischen die Schilfstängel gegangen. Da musste sie nicht paddeln die ganze Zeit. Und dann hat sie gewartet, bis ein Männchen kommt. Hat mit dem angefangen, ein Balzritual zu machen. Und man sieht, es funktioniert nicht so gut. Also, das war's. Er geht weiter und sie bleibt einfach nicht auf. Ein cleveres Weib, oder? Die hat es erfasst. Die hat es erfasst. Jetzt wartet sie einfach, bis die nächste kommt. Da habe ich immer wieder eine Kante da. Wir müssen so ein zu abraben. Das ist sie gar nicht interessiert. Nein, nein. Okay, es geht weiter. Wie er gesagt. Da haben wir wieder einen. Ah, das ist nochmal so zögerlich. Sie schaut gleich nach oben. So völlig desinteressiert. Es schaut hier auch. Ja, das ist nicht. Da sieht man, wir haben alles zusammen mit ihr. Wir müssen zoomen. So, das ist eine Dame, die ist ein Nestbau. Also sie bauen das Nest ja gemeinsam. Ja. Das ist das Männchen. Ja, schön, sie früh drauf zu tun. Dann wird die Suche gehen. Das ist nicht. Es ist also eine sehr exponierte Lage, die sie hier gewählt haben für ihr Nest. Ach, jetzt her. Ich sehe das schön, wie sie die Steckchen die so über das Kreuz legen. Jetzt kommt auf der anderen Seite eins drauf tun. Und das gibt dem Nest natürlich nachher einen besseren Halt. Das ist so ein bisschen verflochten sie an. Und in der Mitte wird nachher mit so Schilfsachen aufgefüllt. Dann wird zwischendurch draufgestanden, für die Bänke abzudrücken und zu verfestigen und vielleicht auch zu schauen, ob das Nest gross genug ist.
muss er sich waschen. Ich denke, sie sind nicht besonders sind, alle Gärgel. Er schwimmt den ganzen Tag in diesem Wasser rum. Dann hat er das Gefühl, es ist dreckig, jetzt muss er sich mit dem gleichen Wasser waschen. Okay, geht's weiter. Okay, geht's weiter. Das beißt halt gerne. Vielleicht hat er das Ungeziefer verwutscht. Ja. Okay, geht's weiter. Das ist super. Schau, schau, da haben wir Knebel rum. Ein riesen Stängel. Was hat er mit dem vor? Also, der Stängel ist noch angewachsen. Dann schreist er und dann ist das wie ein Gummizug, zieht es nicht wieder zurück. Nein, es ist einfacher, wenn man ein so Graszeug drauf tut. Nein, der Stängel kommt schon wieder. Schau da. Ein Riesenknebel. Er ist noch abgekneifen. Jetzt hat er nicht. Er hat einfach den grössten. Also das ist wichtig. Aber hier sieht man schön, wie sie das zusammenbauen. Mhm. Aber ja, es lässt ihm keine Ruhe. Man weiß nicht so recht, für was dass er den Grossknebel will. Das ist schon unglaublich. Das wär's für heute. Bis später. Bis dann.